wenigen Minuten werden wir auf dem Mond landen. Nein, stopp! Kursänderung! Nicht zum Mond! Ja, moin moin. Ich bin heute vom Knackfrosch bei Radio Jade in Wilhelmshaven ins Studio eingeladen, um über die Jade B Entwicklungsgesellschaft zu berichten und zu informieren. Ich freue mich, dass mein Gesprächspartner, der Nils, dass der auch an mich gedacht hat, nicht an mich als Person, sondern an die Idee, an die Sache, dass wir mal eine breite Öffentlichkeit informieren können, was sich hinter der Jade B insgesamt verbirgt. Ja, Peter, ich habe dich hier eingeladen, weil ich das mal ganz interessant fand, allgemein die Jade B. Und das halt mal so ein bisschen kindgerecht, weil es ist ja ein sehr interessantes Thema. Die Jade B GmbH Entwicklungsgesellschaft wurde von drei Landkreisen Friesland, Wesermarsch und Wittmund zusammen mit der Stadt Wilhelmshaven als Gesellschafter gegründet. Diese haben zusammen 330.000 Einwohner und bilden mit ihren insgesamt 24 Städten und Gemeinden den Wirtschaftsraum Jade B entlang der Nordseeküste. Ich begrüße ganz herzlich heute hier bei Radio Knackfrosch den Ehrenbürger und ehemaligen Bürgermeister von Schortens, Herrn Peter Torkler, der sich als Kommunalpräsident bei der Jade B GmbH Entwicklungsgesellschaft engagiert, dem ich heute ein paar Fragen zu diesem interessanten Thema stellen möchte. Peter und ich kennen uns vom IFA Funlauf, wo wir beide aktiv mitwirken. Hallo Peter, herzlich willkommen hier bei Radio Knackfrosch. Ich freue mich, dass wir einen gemeinsamen Termin für dieses Interview finden konnten. Ja, hallo Nils. Moin moin, sage ich einfach mal. Ich freue mich und bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei Radio Knackfrosch zu Gast sein darf und einmal über die Jade B berichten darf. Ich bin schon richtig gespannt auf unser gemeinsames Gespräch. Ja. Bevor ich mit den Interviewfragen zur Jade B anfange, gibt es erst noch mal einmal Musik. Ja, und das ist für mich speziell ausgesucht. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Ja, Peter, seit wann gibt es denn die Jade B? Diese Jade B Entwicklungsgesellschaft, die ist im Jahre 2009 von den vier kommunalen Gebietskörperschaften gegründet worden und besteht nunmehr fast 3,5 Jahre. Was sind deine Aufgaben so bei der Jade B? Als Kommunalrepräsentant soll ich hauptsächlich die 24 Städte und Gemeinden, die es in der Region gibt, animieren, dass die sich besser kennenlernen, dass sie zusammenarbeiten, sich gegenseitig informieren. Denn wenn man in einer solchen Region vertrauensvoll zusammenarbeiten will, dann muss man sich erstmal richtig kennenlernen. Und das habe ich festgestellt in dieser kurzen Zeit, da mangelt es auch an vielen Stellen. In Friesland weiß ich genau Bescheid als ehemaliger Ratsherr, aber was in der Wesermarsch zum Beispiel stattfindet an tollen Sachen, das wissen wir hier bei uns schon gar nicht mehr. Und da wollen wir eben Nachhilfeunterricht geben, dass dieses Kennenlernen und sich gegenseitig informieren verbessert wird. Wie sehen so deine Wünsche und Vorstellungen für die Jade B aus? Ja, die Wünsche und Vorstellungen entsprechen ja der Aufgabenstellung, die wir uns insgesamt bei Jade B gegeben haben. Das ist einmal, wir wollen die Region bekannter machen. Nicht für die Menschen hier vor Ort, die wissen, was hier ist, aber wir wollen national und international die Region bekannter machen, damit möglicherweise auch Investoren die Bereitschaft zeigen, irgendwie ein Werk aufzubauen, eine Firma zu gründen, dass sie darauf aufmerksam gemacht werden in der Jade B Region, das ist ein ganz toller Standort für eine solche Investition, um dort möglicherweise eine Fabrik oder ähnliches dann zu bauen. Und da sind dann der Herr Breitzke im Büro und der Herr Schnieders, die sind zuständig für die nationale und internationale Werbung. Und mein Part ist es dann, Werbung zu machen für die Region, dass es sich hier lohnt, zu leben und zu arbeiten.
So, für alle, die jetzt später eingeschaltet haben, ich führe ein Interview mit Peter Torkler, dem Kommunalrepräsentant der Yarde Bay, und jetzt kommt wieder Musik. Vielen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast für das Interview und den Zuhörern von Radio Knackfrosch so ausführlich über das Thema informiert hast. Ich für meinen Teil fand es sehr interessant und wünsche dir weiterhin viel Spaß für deine Tätigkeit bei der Yarde Bay. Ja, danke schön für meine Zukunft, aber ich bedanke mich auch ganz herzlich. War ganz toll, hier im Studio bei Radio Knackfrosch zu sein. Ja, und auch das Gespräch mit dir fand ich ganz, ganz prima. Ja, dann kommt jetzt wieder Musik und mein Name ist Nils Diekmann. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. So, ich möchte meine Mama und meine Papa grüßen, meine Oma und meinen Opa, Nils Schild, das ist mein Freund, und seine Familie, und Mamas ehemaligen Chef, Herrn Suko und seine Frau.